Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Minister, sehr geehrter Vizekanzler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wir sprechen hier heute über das große Wohnbaukonjunkturpaket. Warum? Die Wohnkosten bereiten vielen Menschen in Österreich große Sorgen. Und wir Grüne sehen das, wir sehen den Unmut und wir handeln, um die Menschen nachhaltig zu entlasten. Es darf nicht sein, dass die Miete einen immer größeren Teil des Lohns wegfrisst. Wohnen muss für alle Menschen leistbar sein und dauerhaft leistbar bleiben. Und genau deshalb haben wir in dieser Bundesregierung in den vergangenen Monaten eine Reihe von Maßnahmen durchgesetzt, die akut Abhilfe bei den hohen Wohnkosten schaffen. Ich denke da beispielsweise an den Mietpreisdeckel, der vor sprunghaften Mieterhöhungen schützt. 3/4 aller Mietverträge sind davon umfasst, zum Beispiel im Gemeindebau, im Altbau oder in den Genossenschaftswohnungen. Und das ist eine große Entlastung für 2,5 Millionen Menschen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Ein Paar, das in einer 65 Quadratmeter Gemeindewohnung lebt, spart 625 Euro Miete. Eine Familie in einer 92 Quadratmeter Genossenschaftswohnung 1215 Euro Ersparnis. Ich denke aber auch an die erhöhten Wohn- und Heizkostenzuschüsse der Länder, für die wir als Bundesregierung die Mittel bereitgestellt haben, oder an die abgeschaffte Maklergebühr, durch die sich die Mieterinnen und Mieter 2 Monatsmieten an Provision sparen. Auch wenn die Energie- und Teuerungskrise den Anstieg bei den Wohnkosten zuletzt verschärft hat, ist eines klar: Diese Situation ist nicht über Nacht entstanden. Weil über Jahrzehnte ist es verabsäumt worden, für ausreichend leistbaren Wohnraum zu sorgen, und der fehlt heute. Der Bedarf ist groß. Und dann kommt natürlich dazu, der Wohnbau soll natürlich auch möglichst ökologisch sein. Aktuell sind die Bauwirtschaft und die dortigen Arbeitsplätze stark unter Druck. Mit diesem Wohnbau-Konjunkturpaket schlagen wir diese Fliegen jetzt alle mit einer Klatsche, mit dem umfassenden Wohnbaupaket, das wir heute abstimmen. Es geht dabei um nicht weniger als 1 Milliarde Euro in den nächsten 3 Jahren. Dieses Geld wird den Bundesländern bereitgestellt, damit sie neuen leistbaren Wohnraum schaffen in ganz Österreich. Davon profitieren 44.000 Menschen. Und wir machen damit auch einen riesigen grünen Schritt, denn auf allen geförderten Neubauten muss in Zukunft ein Sonnenkraftwerk errichtet werden. Weil die Sonne schickt bekanntlich keine Rechnung. Mit dieser BV-Pflicht stellen wir sicher, dass die gebauten Wohnungen gleichzeitig auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. So geht leistbares Wohnen und mehr Klimaschutz Hand in Hand. All diese Wohnungen, die wir jetzt bauen mit diesem Geld, sind über Jahrzehnte an günstige Preise gebunden. Wir entziehen sie damit der Immobilienspekulation, die die Mieten ja ebenfalls in die Höhe treibt. Und wir sagen auch dem spekulativen Leerstand den Kampf an. Wir werden den Ländern die Möglichkeit geben, die Höhe der Leerstandsabgabe erstmals frei zu bestimmen. Damit können die Länder dann leichter und effizienter der Spekulation mit wertvollem Wohnraum und Boden einen Riegel vorschieben. Wir fördern jetzt vor allem gemeinnützige Mietwohnungen, die eine günstige Miete zum Kostendeckungsprinzip garantieren. Und ganz besonders wichtig ist es für Familien, die mehr Wohnraum brauchen oder viele von uns haben das selbst erlebt, für junge Menschen in Ausbildung, die vom Elternhaus ausziehen und nebenbei sich mit Kellnern oder sonstigen Studijobs das Leben finanzieren. Und auch das eigene Zuhause darf nicht nur den Allerreichsten vorbehalten bleiben. Wir unterstützen daher die Länder bei der Vergabe von günstigen Darlehen. Eine ganz zentrale Rolle auch bei den Wohnkosten selber spielt der Klimaschutz. Und wir steigern deshalb nochmals das Tempo bei der Sanierungsoffensive. Zusätzliche 5.000 bestehende Wohnungen bringen wir mit dichten Fenstern und gut gedämmten Wänden wieder in Schuss. Und wir verbessern damit die Lebensqualität der Menschen, die in diesen Wohnungen leben. Wir senken ihre monatlichen Kosten deutlich und wir schützen damit auch unser Klima. Viele fliegen mit einer Klatsche. Die Herrschaften von den Freiheitlichen wollen uns immer einreden, dass Klimaschutz teuer und unnötig ist. Wir beweisen, dass Klimaschutz das Leben für die Menschen leistbarer macht, weil es wird günstiger. Die FPÖ will uns in die Abhängigkeit von russischem Gas einzementieren. Sie hat ja bekanntlich einen aufrechten Freundschaftsvertrag mit Diktator Putin. Von diesem Einzementieren ins russische Gas profitiert natürlich auch nur einer, nämlich Putin. Ja, wir sorgen dafür, dass die Menschen Energie sparen und in Zukunft mit sauberer, sicherer Energie made in Austria versorgt werden. Wir entlasten damit die Mieterinnen und Mieter doppelt mit niedrigeren Energierechnungen und günstigen Mieten.
Denn die zusätzliche Förderung für die thermische Sanierung bekommen Vermieterinnen nur, wenn sie nach dem Kostendeckungsprinzip vermieten werden. Mit dieser Sanierungsoffensive beweisen wir einmal mehr, Klimagerechtigkeit bringt auch mehr soziale Gerechtigkeit. Und wir verstärken auch ein ganz wichtiges Sicherheitsnetz, mit dem wir Menschen in akuten Notsituationen vor einer Delogierung bewahren, den Wohnschirm. Dieses Projekt hat bereits über 20.000 Personen unterstützt, die ihre Miete nicht mehr bezahlen konnten, und 60.000 Personen, die bei den Energiekosten im Rückstand waren. Wir stocken diese ganz wichtige soziale Maßnahme nochmals um 60 Millionen auf. Bis Ende 2026 stehen also insgesamt 224 Millionen Euro zur Verfügung, damit Menschen in Notsituationen in ihren Wohnungen bleiben können. Meine Damen und Herren, mit diesem Wohnbaupaket sorgen wir auf mehreren Ebenen für nachhaltig leistbares Wohnen und ökologisieren gleichzeitig den Wohnbau, damit die Menschen in Österreich langfristig bei den Wohnkosten aufatmen können und ihnen wieder mehr vom Einkommen im Börserl bleibt. Das notwendige Geld stellen wir heute dafür bereit. Jetzt liegt es an den Bundesländern, ihre Verantwortung wahrzunehmen und das Geld auch dort einzusetzen, wo es am dringendsten gebraucht wird. Vielen Dank.